Perfekt. So, also herzlich willkommen zur heutigen Studentenschulung mit dem Thema Einführung in die Stahlbemessung, R56 für Studenten. Mein Name ist Markus Baumgärtel. Ich aktiviere auch noch mal ganz kurz meine Kamera, damit Sie mich sehen können. Also mein Name ist Markus Baumgärtel. Ich bin bei der Global Software GmbH jetzt mittlerweile seit über 13 Jahren tätig, vorrangig im Customer Support. Und ich werde Sie heute durch diese Schulung führen. Das mache ich auch nicht ganz alleine. Mit an meiner Seite habe ich meine Kollegin, die sich aber auch ganz kurz einmal selber vorstellen kann. Hallo, ich bin die Chloe Steinhardt. Ich bin seit einem Jahr jetzt ungefähr Werkstudentin bei Global, habe gerade meinen Master hier in Leipzig fertig gemacht und werde heute eure Fragen im Chat beantworten. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie einfach in das Chatfenster und ich versuche sie so schnell wie möglich zu beantworten. Perfekt, danke dir. Dann können wir die Kamera wieder deaktivieren. Und dann wechsle ich einmal auf die nächste Folie. Ihr habt ja in dem GoToWebinar, in dem Programm, in dem Bedienpanel, habt ihr ja, Entschuldigung, ich hoffe, meine Stimme macht heute komplett mit, haben wir hier oben so ein kleines orangenes Symbol mit so einem Pfeil, wo ihr das Bedienpanel ein- oder ausblenden könnt. Auf der rechten Seite gibt es hier Einstellungen zu den Audio-Optionen und hier ganz unten, wie meine Kollegin gerade schon gesagt hatte, solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann könnt ihr die hier unten einfach die Frage stellen und meine Kollegin wird die versuchen, so schnell wie möglich zu beantworten. So, wir hatten ja jetzt in dieser Studentenschulungsreihe schon diverse Themen. Das erste Thema war die Einführung in die Stabstatik. Das ging dann weiter in die Festigkeitslehre und in die Finite-Elemente-Methode. Und dann gibt es noch die Spezialthemen zur Stahlbaubemessung oder zur Stahlbemessung, Stahlbetonbemessung und zur Holzbemessung. Und heute betrachten wir hier ausschließlich die Stahlbemessung. So, gegliedert ist die Schulung heute in so einen kleinen theoretischen, in kleine theoretische Grundlagen jetzt als erstes. Dann geht es weiter über ein einfaches Beispiel anhand eines Zweifelträgers. Dann erzähle ich Ihnen etwas über Imperfektion, über Stabilitätsnachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit und zu guter Letzt machen wir noch ein kleines Beispiel an einem ebenen Hallenrahmen, wo die ganzen Stabilitätsnachweise einmal kurz gezeigt werden. So, was haben wir denn überhaupt für Produkte für die Bemessung nach Eurocode 3? Und zwar haben wir einmal im R55 das Add-on Stahlbemessung, wo man eben die Bemessung von Stahlstäben nach internationalen Normen durchführen kann. Dann haben wir einmal die Wölbkrafttorsion mit 7 Freiheitsgraden, wo die Berücksichtigung der Querschnittsverwölbung mit berücksichtigt wird. Und dann gibt es einmal das Add-on zu den Stahlanschlüssen. Das ist ein Aufsatz für RFEM. Und dort werden die Stahlbauverbindungen, die werden anhand eines FE-Modells nachgewiesen. Also ich kann mir hier meine Stäbe herauslösen und kann dann diesen Anschluss modellieren. Das geht relativ einfach über vorgefertigte Elemente und kann diesen dann eben über die Finite-Elemente-Methode nachweisen. Dann haben wir noch hier, ist es als sonstige Add-ons und eigenständige Programme aufgeführt. Das ist hier zum Beispiel für die Querschnittserstellung, das R-Section. Dann haben wir einmal die Strukturstabilität, das nichtlineare Materialverhalten und die Spannungsdehnungsberechnung. So, jetzt machen wir einmal als allererstes so einen kleinen Einblick in das Sicherheitskonzept, was uns der Eurocode bietet. Und zwar sieht man hier den Nachweis in Grenzzuständen. Und hier hat man so eine kleine Nachweisformel, die uns eigentlich nichts anderes sagt, dass die Einwirkungen immer kleiner sein sollten als die Widerstände. Und jetzt sieht man hier auf dem rechten Teil, dass wir gewisse Beiwerte haben hier, jetzt in diesem Fall das Gamma M, der dann eben noch mit berücksichtigt werden muss und dann eben der charakteristische Widerstand dann eben noch abgemindert werden kann.
So, in unserer Tabelle, die wir hier unten haben, unsere Standardwerte, Gamma M0, Gamma M1 und Gamma M2, bezieht sich auch einmal auf die Querschnittsnachweise, auf die Stabilitätsnachweise und auf das Bruchversagen infolge Zugbeanspruchung. Jetzt haben wir hier einmal die Beiwerte für den Eurocode 3 als die Grundnorm, die dann diese oder einen Vorschlag für diese Beiwerte gibt, und auf der rechten Seite gibt es dann noch die nationalen Anhänge, die dann Sonderregelungen haben, welche Beiwerte verwendet werden sollen. Das ist hier zum Beispiel das Gamma M1 für den deutschen nationalen Anhang, soll das hier 1,1 betragen. So, kommen wir zur nächsten Folie, und zwar geht es hier um die Klassifizierung eines Querschnitts. Und zwar ist die Klassifizierung eines Querschnitts im Eurocode 3 abhängig von dem C-zu-T-Verhältnis seiner druckbeanspruchten Bauteile. Und über diese Querschnittsklassen bekomme ich eben gesagt, ob ich eine elastische oder eine plastische Tragwerksberechnung durchführen darf. So, ob jetzt eine elastische oder plastische Schnittgrößenermittlung zulässig ist, wie gesagt, ich habe es gerade eben schon gesagt, ist von der Querschnittsklasse abhängig, und die Querschnittsklassen, die möchte ich hier einmal kurz benennen. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite die Querschnittsklasse 1, die über eine, oder das sind Querschnitte, die über eine Momententragfähigkeit von mindestens der plastischen Momententragfähigkeit, also hier dem M-plastisch, verfügen und die gleichzeitig über eine hohe Rotationsfähigkeit verfügen. Das erlaubt mir dann auch eine plastische Tragwerksberechnung. Ich könnte also zum Beispiel Fließgelenke berücksichtigen, und diese Querschnittsklasse 1 ist gleichzeitig auch die wirtschaftlichste Methode, aber eben auch etwas aufwendiger in der Berechnung. Und wenn man das so sagen kann, und der Querschnittswiderstand, der kann hier plastisch angenommen werden. So, bei der Querschnittsklasse 2 habe ich nur noch ein geringes Momentenrotationsverhalten, und das erlaubt mir nur noch, man kann es hier schon erkennen, das Rotationsvermögen ist gering, und die Tragwerksberechnung, die darf ich hier nur noch elastisch durchführen. Der Querschnittswiderstand allerdings, der darf wie auch bei der Querschnittsklasse 1 plastisch angesetzt werden. Also das ist hier kein Muss, also ich darf den plastisch ansetzen, ich kann den aber auch konservativ elastisch ansetzen. So, bei der Querschnittsklasse 3, man sieht es schon, ich habe hier kein Rotationsvermögen, die Tragwerksberechnung darf ich bloß noch elastisch durchführen, und auch der Querschnittswiderstand darf hier bloß noch elastisch angesetzt werden. So, bei der Querschnittsklasse 4, um welche Querschnitte handelt es sich da? Und zwar handelt es sich da um Querschnitte, die nicht einmal die elastische Momententragfähigkeit M elastisch erreichen. Man sieht es hier, also hier die Tragfähigkeit, die befindet sich hier unter dem M elastisch. Und somit wäre das jetzt in diesem Fall hier die schlechteste Querschnittsklasse. So, in diesem Sinne würde ich auch einmal eine Kurzumfrage starten. Die können wir wahrscheinlich hier schon alle einmal durchlaufen. Die erste Kurzumfrage. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich schaue mal hier rein, Teilnehmeransicht. Genau. Und zwar sagt uns das, wie viel Erfahrung hast du mit der Bemessung nach Eurocode 3 und der Stahlbemessung? 79% haben ausgewählt. Gut, dann würde ich die Umfrage starten. Ich würde die schließen. Und würde das Ergebnis einmal übertragen. Und zwar sieht man hier jetzt, also 52% verwenden es nur ab und zu. Und für 44% ist es neu. Nur für 4% haben viel Erfahrung. Und starten wir einfach mal die zweite Umfrage, die wir hier gleich hinterher machen können. Haben wir jetzt auch schon kurz besprochen. Und zwar ist es
Für welche Querschnittsklasse ist eine plastische Tragwerksberechnung zulässig? Und es geht hier um die Tragwerksberechnung, nicht um die, um den Querschnittswiderstand, sondern für welche ist eine plastische Tragwerksberechnung zulässig? Gut, die richtige Antwort ist natürlich Querschnittsklasse 1. Ich hatte das ja gerade in der Folie gezeigt. Also nur für die Querschnittsklasse 1 ist eine plastische Tragwerksberechnung zulässig. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist das nächste Thema gleich unser Zweifeldträger. Also wir haben jetzt hier einmal ein Beispiel. Und das ist ein Zweifeldträger mit einem IPE 500 S235. Der hat auch gewisse Lasten und ich möchte hier einfach mal die Querschnittsklassifizierung durchführen, den Querschnittsnachweis und möchte die Unterschiede zwischen elastischer und plastischer Querschnittsbeanspruchbarkeit zeigen. So, dann machen wir das einfach mal. Ich würde vorschlagen, Sie modellieren nicht mit. Ich zeige das hier einfach mal, weil das wahrscheinlich von der Zeit her besser wäre. Also ich nenne jetzt hier das Beispiel einfach mal Zweifeldträger. Als Modelltyp wähle ich hier 1D in Axial, X-Axial, also einfach ein Durchlaufträger wäre das hier in unserem Fall. Als Add-on-Modul aktiviere ich hier die Stahlbemessung. Und für die Normen kann ich hier für die Lastklassifizierung und Kombinationsassistent heißt immer, was heißt das? Das heißt, dass mir meine Lastfälle, die ich aufbringe, die werden mir automatisch kombiniert. Und hierüber bestimme ich jetzt, welchen nationalen Anhang er verwenden soll. Das heißt, das Programm nimmt sich dann aus diesem nationalen Anhang die Teilsicherheitsbeiwerte für die Überlagerung, die Kombinationsbeiwerte und ich muss mir darüber keine Gedanken mehr machen. Deshalb nehme ich jetzt hier in unserem Fall den deutschen nationalen Anhang. Den Lastassistent, den nutzen wir hier nicht, deshalb lasse ich den hier auch mal außen vor. Und für die Stahlbemessung nehme ich hier auch den deutschen nationalen Anhang, bestätige die Eingabe mit B. Und dann kann ich mein Modell schon erzeugen. Dauert einen kurzen Moment. So, dann haben wir ja einmal das Material. Also ich hatte ja gesagt, wir haben hier ein S235 ausgewählt. Ich will das hier einfach nochmal zeigen. Ich sehe hier über Basis schon einmal die grundlegenden Materialkennwerte, kann hier in das Register Material Werte draufklicken, wo ich auch nochmal die Informationen bekomme. Und für die Stahlbemessung hatten wir eben den deutschen nationalen Anhang ausgewählt. Man sieht es hier auch nochmal rechts daneben. Und hier sehe ich jetzt zum Beispiel auch, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das Gamma M1 mit 1,1. Und so kann ich hier die Plausibilität meiner Eingabewerte relativ schnell prüfen. So, ich wechsle hier einfach mal in die Standard 2D-Ansicht, dass ich hier eine schöne Ansicht habe. Gehe hier oben auf das Icon Neuer Einzelstab, aktiviere hier einen Querschnitt. IPE 550 ist jetzt hier zufällig schon ausgewählt. Ich könnte hier aber auch den Querschnitt nochmal aus der Querschnittsbibliothek, damit man das auch nochmal gezeigt hat, übernehmen, klicke hier unten auf den IPE, wähle mir ein IPE 550 aus, bestätige die Eingabe mit OK und dann kann ich hier meinen Träger eingeben, der soll 24 Meter lang sein und weil es Zweifeldträger ist, würde ich den jetzt hier einfach nochmal in der Mitte teilen. Ich klicke also hier einfach drauf auf den Stab mit der rechten Maustaste, wähle im Kontextmenü die Funktion Stab teilen. Das mache ich hier durch eine Anzahl von Zwischenknoten. Wähle hier einen Zwischenknoten aus, der dann logischerweise genau in der Mitte liegt. Und hier unten wähle ich die Funktion Knoten vom Typ auf Stab ohne Teilung des Stabes erzeugen. Bestätige das mit OK. Und dann ist dieser kleine Knoten, der ist jetzt hier nicht rot, sondern das ist ein Knoten auf Stab. Und wenn ich jetzt hier meinen Stab ändere
irgendwo anders hinlege, dann sehen Sie, dann wandert der Knoten mit. Also der befindet sich jetzt hier immer genau in der Mitte und ist dann hier eben auch variabel. Und ich muss meinen Stab nicht in zwei Elemente zerlegen, sondern das ist immer noch ein Stab. So, als nächstes bringe ich ein Knotenlager auf. Ich wähle hier einfach mal ein neues Knotenlager. Auf der linken Seite würde ich hier ein Festlager aktivieren, also hier verschieblich. Wenn man hier reinklickt in die Grafik, kann man dann auch ganz genau sehen, was habe ich denn hier für ein Lager. Und in unserem Fall möchte ich jetzt einfach mal ein Gabellager aktivieren. Also man sieht dann sofort, dass hier der Freiheitsgrad um die X-Achse hier unten, dass der gesperrt ist. So, jetzt kann ich jetzt hier auf OK klicken. Wähle mir hier mein Knotenlager aus, bestätige die Eingabe mit OK. Und dann habe ich jetzt hier das Knotenlager, was man jetzt hier relativ schlecht sieht. Ich kann mir das einfach mal mit der rechten Maustaste anklicken und kann das hier über den Slider beliebig groß darstellen. So sollte jetzt hier jeder sehen. Für die Mitte definiere ich mir ein neues Knotenlager. Das soll diesmal verschieblich sein, damit ich jetzt hier keine Zwängung im Zweifelsfall kriege oder dass es eben frei verschieblich ist. Auch hier kann ich jetzt wieder den Freiheitsgrad 4x sperren. Ich bestätige die Eingabe mit OK. Und setze das Knotenlager jetzt hier sauber an. Und zu guter Letzt möchte ich jetzt hier noch eine Stablast aufbringen. Einmal habe ich jetzt hier den Lastfall Eigengewicht. Außerdem möchte ich noch einen Lastfall, der Nutzlast heißt. Also standardmäßig werden Lastfälle in R-Stab und R-Film immer nach Theorie erster Ordnung berechnet. Das steht dann auch hier, Statikanalyseeinstellung nach Theorie erster Ordnung. Einwirkungskategorie wäre jetzt hier immer auszuwählen. Also man kennt das ja aus der Norm. Ob ich jetzt eine ständige Last habe, eine Vorspannung, eine Nutzlast, Schnee, Wind, Temperaturlast oder außergewöhnliche Lasten. Das ist immer wichtig, dass ich meine Lastfälle in diese Gruppen klassifiziere, damit das Programm anhand des nationalen Anhangs, den ich ausgewählt habe, die richtigen Teilsicherheitsbeiwerte und Kombinationsbeiwerte verwendet. Wenn ich das nicht mache, funktioniert das nicht und das Ergebnis ist einfach falsch. Also hier das Eigengewicht wird jetzt hier standardmäßig automatisch berücksichtigt. Ich kann das hier auch deaktivieren. Und wie gesagt, als zweiten Lastfall möchte ich hier eine Nutzlast aufbringen. Ich nehme hier meinetwegen die Kategorie E, Lagerräume. Bestätige die Eingabe wiederum mit OK. Und dann kann ich hier oben für den Lastfall Eigengewicht einfach mal eine Stablast aufbringen. Da müssen wir jetzt hier wieder in den Lastfall Eigengewicht wechseln. Eine Stablast und die sollte für dieses Beispiel 8 kN pro Meter betragen. Ich bringe die jetzt hier einfach auf. Zack, gehe in den nächsten Lastfall. Nehme jetzt hier 12 kN pro Meter. Und dann bin ich eigentlich mit der Eingabe schon fertig und kann mir jetzt hier für die Bemessungssituation, also ich kann ja hier mal mir die Lastkombination anzeigen, die das Programm jetzt hier automatisch erzeugt hat. Also der würde jetzt hier 1,35 mal dem Lastfall 1 rechnen oder in der Kombination dann mit 1,5 mal dem Lastfall Nutzlast. So, wenn ich mir jetzt die ganze Bemessungssituation, also jetzt hier als umhüllende berechnen lassen möchte, dann klicke ich hier oben einfach drauf, berechne diese Kombination oder diese Bemessungssituation. Man sieht, da kann das jetzt hier gleichzeitig durchführen, also parallel berechnen. Und bekomme jetzt hier ganz normal Schnittgrößen raus, wie man es bekennt, wie man es kennt, also Verformungen, Schnittgrößen. Ich kann mir hier die Momentenbilder angucken. Was mich jetzt hier aber eigentlich im Rahmen der Schulung interessiert, ist hier unten die Stahlbemessung. Halt, ich wollte hier eigentlich bloß den Grenzzustand der
Tragfähigkeit untersuchen. Deshalb kann ich den Rest hier alles deaktivieren. Klick jetzt hier unten auf Berechnung. Und schau einfach mal an, was das Programm mir jetzt ausgibt. So, und zwar bekomme ich dann gleich hier unten, wer hätte das gedacht, eine Fehlermeldung. Und zwar heißt die Fehlermeldung, es sind keine Knicklängen oder Randbedingungen zugewiesen. Der Stabilitätsnachweis konnte nicht durchgeführt werden. Ist auch völlig logisch, weil ich habe gar keine Knicklängen eingegeben, weil mich der Stabilitätsnachweis jetzt für dieses Beispiel überhaupt nicht interessiert. Also habe ich dort auch keine Eingaben vorgenommen und diese Fehlermeldung, die kann ich jetzt hier getrost für mein Beispiel vernachlässigen oder unbeachtet lassen. Klick hier deshalb einfach mal in diesem Dropdown-Menü auf die Ausnutzung der Stäbe, um zu gucken, was das Programm jetzt überhaupt durchgeführt hat. Und sehe jetzt hier unten, dass das Programm einmal eine Auslastung für den Querschnittsnachweis Querkraft in Z-Richtung angelegt hat. Man sieht hier nach 6262 plastische Bemessung in dem Fall. Also ich habe jetzt hier plastische Bemessung und in Y-Richtung, also in Y-Richtung des Stabes auch nochmal eine plastische Bemessung. Also hier ein Querschnittsnachweis 0,825 habe ich jetzt hier als Auslastung. Und für all die, die das jetzt mit der Hand nachrechnen wollen, wie kommt denn jetzt hier RFM auf diesen Ergebniswert, gibt es hier eine ziemlich tolle Funktion, die heißt hier Nachweisdetails. Und mit den Nachweisdetails bekomme ich hier oben nochmal eine Auflistung, Querschnittsnachweis, Biegung um Y nach dem und dem Kapitel, plastische Bemessung. Hier ist dann auch nochmal der Eintrag zum Eurocode vorhanden mit der jeweiligen Berechnungsformel und jetzt sehe ich hier, wie es im Eurocode wirklich steht, die ganzen Nachweisformeln mit eingesetzten Werten und kann dieses super mit der Hand dann auch nachvollziehen und nachrechnen. So, warum habe ich denn jetzt hier überhaupt eine plastische Bemessung oder woher weiß das Programm, dass ich plastisch rechnen darf? Und zwar liegt das, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, an der Querschnittsklassifizierung. Und die Querschnittsklassifizierung, die wird mir hier natürlich über die Nachweisdetails auch ausgegeben. Und hier sehe ich schon Klassifizierung automatisch. Also ich habe einen Klasse 1 Querschnitt. Und für Klasse 1 Querschnitte darf ich, also ich muss nicht, aber ich darf ich eine plastische Berechnung durchführen. Man kann sich dann hier auch die ganzen Einzelfelder anzeigen. Also Einzelfeld 1 und 2 hat hier zum Beispiel Zug. Deshalb ist das hier also fällt jetzt hier nicht ins Gewicht oder interessiert mich nicht. Aber die Einzelfelder 3 bis 5 kann ich mir auch nochmal kurz anzeigen lassen und sehe auch hier natürlich, Entschuldigung, Querschnittsklasse 1. Deshalb ist der gesamte Querschnitt in Querschnittsklasse 1 klassifiziert. So, jetzt möchte ich aber für dieses Beispiel auch einmal die elastische Berechnung durchführen. Und das können wir relativ einfach bewerkstelligen. Und zwar gehen wir dazu hier einfach wieder in den Navigator Daten. Wir sehen dann hier ganz unten die Stahlbemessung und können dort in die Tragfähigkeitskonfiguration wechseln. Und sehen dann hier bei der Basis, dass wir die elastische Bemessung auch für Querschnitte der Klasse 1 und 2 berücksichtigen können. Das heißt jetzt, das Programm führt jetzt hier einfach sehr konservativ dann einfach eine elastische Bemessung durch. Man kann sich das hier mal anschauen. Wir hatten jetzt hier eine Auslastung von 82,5%. So, jetzt kann ich das Ganze hier nochmal machen, führe die Stahlbemessung durch. Dann stellen wir fest, dass die Auslastung natürlich ein bisschen gestiegen ist. Auch hier wieder der Hinweis zu den fehlenden Knicklängen. Und hier sehen wir, jetzt haben wir jetzt hier auf einmal eine Auslastung von 94%. Ich kann auch hier wieder in die Nachweisdetails wechseln und sehe jetzt hier den Nachweis für die elastische Bemessung. Querschnittsklassifizierung ist hier trotzdem noch Klasse 1, nur der Nachweis wird eben elastisch geführt.
So, was kann ich außerdem hier über diese Maske machen? Und zwar habe ich hier oben in der Symbolleiste so ein Diagramm zum Beispiel, was ich mir ausgeben kann für den Querschnitt. Ich kann mir hier die Querschnittsteile, also die C-T-Teile anzeigen lassen. Also ich kann sehe jetzt hier, was sind denn hier die Querschnittsteile. Die kann ich mir auch nummerieren lassen. Ich glaube, man sieht es jetzt hier auf meinem Bildschirm schlecht. Also hier unten ist das C-T-Teil 4, hier ist 5, hier ist die 3. Und so kriege ich auch den Zusammenhang dann zum Nachweis, wie er hier geführt wird, zur Querschnittsklassifizierung. Außerdem kann ich mir hier über diesen kleinen Dropdown-Pfeil mir die Spannung anzeigen lassen am Querschnitt. Das dauert einen kurzen Moment und dann kann ich hier auch sofort sehen, welche Spannung ist denn hier an welcher Stelle, wo am Querschnitt, an welcher X-Stelle. Ich kann hier auch jederzeit die X-Stellen wechseln und sehe dann sofort immer und überall, an welcher X-Stelle für welchen Stab ist welcher Nachweis maßgebend, welches Ergebnis bekomme ich da. So, wir haben jetzt also an diesem Beispiel hier, an diesem kleinen Zweifeldträger, ich mache das hier mal wieder zu. Ich hoffe, es klappt. Genau, und zwar haben wir jetzt hier anhand von diesem kleinen Beispiel gelernt, wie man den Querschnittsnachweis führt und wie man die elastische oder plastische Bemessung berücksichtigt. Außerdem wissen wir jetzt, wie die Nachweisformeln angezeigt werden und wie sie mit einer eigenen Handrechnung gegenübergestellt werden können. So, in diesem Sinne würde ich noch einmal eine weitere Kurzumfrage starten. Und zwar heißt die Kurzumfrage, das Verfahren elastisch-elastisch gilt für alle Querschnittsformen und darf deshalb stets angewendet werden. Ist das richtig oder falsch? So, 74% haben abgestimmt. Ich würde einfach mal die Umfrage schließen. Und zwar steht die Antwort oder die Möglichkeit hier bei 50-50. Ich hatte ja gerade eben gesagt, dass ich plastisch rechnen darf bei Querschnittsklasse 1. Das heißt nicht, dass ich es muss. Also den elastischen Nachweis, den darf ich für alle Querschnittsformen führen. Deshalb wäre hier die Antwort A richtig gewesen. So, kommen wir zur nächsten Folie. Und zwar geht es bei der nächsten Folie einmal um den Einfluss der Tragwerksverformung. In der ersten Schulung, was ja die Einführung in die Stabstatik war, wurde gelernt, wie sich die Ergebnisse zwischen der Berechnung Theorie erste Ordnung und Theorie zweite Ordnung, also wie sich die Schnittgrößen, wie die sich unterscheiden können. Und zwar ist die Theorie erste Ordnung die Gleichgewichtsbildung am unverformten System und die Theorie zweite Ordnung die Gleichgewichtsbildung am unverformten System. Anhand dieser Kragstütze kann man diesen Effekt sehr gut erkennen, anhand einer sehr schlanken Stütze und einer sehr gedrungenen Stütze. Man sieht es hier sehr gut auf der rechten Seite, dass im Falle der schlanken Stütze der Zuwachs des Biegemoments hier unten am Fußpunkt sehr viel größer ist als bei der gedrungenen Stütze. Also hier, also der Effekt in der schlanken Stütze ist wesentlich größer, wenn man nach Theorie zweiter Ordnung rechnet. So, außerdem gibt es einen Wert, das ist hier dieses alpha-kritisch, der Verzweigungslastfaktor, der mir sagt, wann ich nach Theorie erster Ordnung und beziehungsweise nach Theorie zweiter Ordnung mein Tragwerk berechnen sollte. Ist der Verzweigungslastfaktor, also hier dieser alpha-kritisch, kleiner als 10, dann muss ich mein System nach Theorie zweiter Ordnung berechnen und liegt dieser bei 15, dann kann ich zum Beispiel eine plastische Tragwerksberechnung durchführen. So eng mit diesem Thema sind auch die Imperfektionen verbunden.
Hier haben wir Eurocode 3, die Imperfektion, und diese werden im Allgemeinen als äquivalente geometrische Ersatzimperfektion zusammengefasst. Aber fangen wir erstmal an, was Imperfektionen überhaupt sind. Und zwar sind Imperfektionen fertigungstechnische Abweichungen in der Modellgeometrie und beziehungsweise oder in den Materialeigenschaften. Es können also zum einen reale Schiefstellungen sein. Man sieht es hier auf der linken Seite, ist unser gesamtes System schiefgestellt. Das wäre zum Beispiel so eine Schiefstellung. Oder auch Toleranzen in der Fertigung. Also gerade bei Walzprofilen, wenn man hier so etwas hat, also ein Walzprofil, kann man sich dann vorstellen, zum Beispiel durch Eigenspannung, die in den Profilen auftreten. So, also wie gesagt, diese geometrischen und strukturellen Imperfektionen können als äquivalente geometrische Ersatzimperfektionen zusammengefasst werden. Auf der linken Seite hier, sehen wir einmal die Anfangsschiefstellung. Wir haben ja die Anfangsschiefstellung, die ist hier im Eurocode mit 1:200 vorgegeben, also im Eurocode 3. Und diese kann ich mir dann hier auf mein System 1 ansetzen. Wenn ich mir, das machen wir auch später noch, also wir kommen dazu nochmal. So, wenn ich mir jetzt hier einzelne Bauteile herausnehme und diese genauer betrachte, gibt es lokale Ersatzimperfektionen, zum Beispiel über die Vorkrümmung. Auch die kann ich hier im Programm, als Lastort vornehmen. Und diese wiederum ist abhängig vom gewählten Profil, der Streckgrenze, den Knicklinien sowie dem gewählten Nachweisverfahren. So, diese beiden Varianten sind eine Möglichkeit der äquivalenten Ersatzimperfektion. Als Alternative hier auf der rechten Bildschirmseite, wo waren wir jetzt? Als Alternative bildet sich noch eine Vorverformung an. Also hier, man sieht ja eine Vorverformung, die ich zum Beispiel aus einer Stabilitätsanalyse berechnet habe. Und von dieser Stabilitätsanalyse schaue ich mir die jeweilige maßgebende Eigenform an, skaliere diese und bringe diese dann auf mein System auf. So, nächste Folie, Stabilitätsnachweise. Was für Stabilitätsnachweise gibt es überhaupt oder welche werden in der Regel geführt? Es gibt natürlich auch noch mehr. Also ganz am Anfang auf der linken Seite haben wir das Biegeknicken, was als seitliches Ausweichen belasteter Bauteile hier gezeigt wird. Dann haben wir noch ein Trillknicken als reine Torsionsbeanspruchung. Also hier sieht man das, dass das eine Verdrehung des Querschnittes ist. Und hier auf der rechten Seite haben wir das Wiegetrillknicken als Kombination dieser beiden Varianten. Dann gibt es natürlich noch das Beulen. Das lassen wir jetzt hier aber unberücksichtigt in dieser Folie. Und es geht jetzt hier nur um diese drei Versagensvarianten. So, für diese Nachweise gibt es unterschiedlichste Methoden für den Stabilitätsnachweis und ich möchte hier einfach mal drei mögliche zeigen. Und zwar wäre das die Methode A. In der Methode A, wie sie beschrieben wird, gebe ich globale und lokale Imperfektionen auf. Also man sieht es, ich habe hier einmal eine Schiefstellung, eine Vorkrümmung. Und die Tragwerksberechnung erfolgt nach Theorie zweiter Ordnung. Und wenn dann meine, also ich führe dann Querschnittsnachweise mit Schnittgrößen nach Theorie zweiter Ordnung und erschlage somit eine Stabilitätsnachweise. Um das jetzt mal ganz einfach zu erklären. So, dann haben wir noch eine Methode B. In dieser Methode B bringe ich globale Imperfektionen auf. Man sieht das hier, also ich bringe hier eine Schiefstellung auf. Und die Tragwerksberechnung erfolgt nach Theorie zweiter Ordnung. Was besonders ist an dieser Variante ist, also ich bringe eine Schiefstellung auf und brauche dann die Knicklänge für den Ersatzstabnachweis, die ich eigentlich habe,
Die Knicklenkbeiwerte, die kann ich dann alle auf 1 lassen. Also ich nehme dann hier bloß eine normale Stablänge als Knicklänge. Das ist hier unten auch nochmal aufgeschrieben. Also Bauteilnachweis am Ersatzstab nach Abschnitt 6.3. Jedoch mit SK ist gleich Stablänge. Das heißt, ich brauche mir um die Knicklänge eigentlich für dieses Verfahren keine Gedanken machen. So, zu guter Letzt haben wir die Methode C. Das wäre jetzt hier das klassische Ersatzstabverfahren, was man eigentlich auch im Studium relativ häufig betrachtet und durchführt. Und zwar hat man hier eine Tragwerksberechnung nach Theorie erster Ordnung am idealen Tragwerk. Ich ermittle mir hier also zum Beispiel über meine Rahmenformeln einen Knicklängenbeiwert, multipliziere den mit meiner Stablänge. Und das ergibt dann die Knicklänge meines nachzuweisenden Bauteils. Und für diesen Fall würde ich das Biegeknicken nachweisen. So, was sagt denn dazu der Eurocode, beziehungsweise also zu dieser Methode hier der Eurocode, beziehungsweise die Erläuterung zum Eurocode? Und zwar steht dort geschrieben, der Ersatzstabnachweis kann für Biegeknicken mit den Schnittgrößen nach Theorie erster Ordnung, also die am idealen Tragwerk ohne Ansatz von Imperfektionen ermittelt oder geführt werden, genauso wie wir es gesagt haben, also ich bringe hier keine Imperfektion auf, ermittle mir eine Knicklänge und dann wird mein Nachweis geführt. Das ist genau das, was wir gerade gesprochen hatten. Und durch die Berücksichtigung der Systemknicklängen ist der Momentenzuwachs nach Theorie zweiter Ordnung und die Wirkung der Ersatzimperfektion bereits berücksichtigt. So, dann gibt es aber noch ein großes Aber. Und zwar heißt das Aber, für den Nachweis des Biegedrillknickens sind allerdings auch bei dieser Methode die Stabschnittgrößen nach Theorie zweiter Ordnung erforderlich. So, das ist das, was der Eurocode 3 bzw. die Erläuterung zum Eurocode 3 zu dieser Methode C sagen. So, zusammenfassend kann man also sagen, dass es einmal den Ansatz mit globalen und lokalen Imperfektionen gibt, wobei auch die Berücksichtigung aller räumlichen Effekte bei der Tragwerksberechnung erfolgen muss. Es handelt sich folglich um einen Querschnittsnachweis mit reellen Schnittgrößen nach Theorie zweiter Ordnung, was jetzt hier die Methode A wäre in unserem Fall. Und alternativ kann ich mit ideellen Schnittgrößen herangehen oder nur mit teilweiser Berücksichtigung von Imperfektionen oder Einflüssen auf der Tragwerksberechnung, was jetzt hier die Methode C wäre in diesem Fall. So, dann sind wir auch schon beim Beispiel des Hallenrahmens. Also wir geben hier jetzt, oder ich gebe jetzt hier einfach mal einen ebenen Hallenrahmen ein. Nach dieser Abbildung auch wieder hier ein Material S235 mit folgenden Abmessungen. Ich habe jetzt hier einen Lastfall 1, Eigengewicht, Schnee und Wind. In diesem Beispiel möchte ich die Querschnittsklassifizierung durchführen, die Querschnittsnachweise und möchte die Stabilitätsnachweise nach Methode B und nach Methode C einmal kurz untersuchen. Und die Aufbringung der Imperfektion, die zeige ich hier an diesem Beispiel auch nochmal. So, wir gehen hier also wieder in dieses R5.5 rein. Ich kann dieses Modell hier einfach mal löschen, das brauchen wir nicht mehr. Und erzeuge mir ein neues Modell. Das heißt jetzt hier einfach ebener Hallenrahmen. Ebener Hallenrahmen und ich möchte jetzt hier als Modelltyp ein 2D-Modell in XZ mit ebenen Spannungen erzeugen. Ich möchte hier auch keine Flächen erzeugen, deshalb kann ich die schon von vornherein ausschließen. Und für die Add-on-Module, die ich habe, möchte ich einmal die Strukturstabilität aktivieren. Und einmal die Stahlbemessung.
So, für die Normen machen wir das genauso wie beim ersten Beispiel. Ich wähle hier für die Lastklassifizierung einmal den deutschen nationalen Anhang aus und hier unten für die Stahlbemessung mache ich genau das Gleiche. Bestätige die Eingabe mit OK. Und dann wird das Modell erzeugt. So, Materialien ist S235 schon angelegt. Ich würde jetzt auch hier schon mal gleich die Querschnitte festlegen. Und zwar möchte ich die beiden Hauptstützen haben wir als Querschnitt haben wir hier einen HEB 300. Gehen ja also in die genormten Walzprofile, wählen hier für die deutsche Region ein HEB aus, Querschnitt 300, bestätigen die Eingabe mit OK. Dann haben wir den Querschnitt 2, das soll ein IPE 450 sein. Gehen hier also auch wieder auf das Buch, wählen uns einen genormten Querschnitt, IPE 450 hatte ich gesagt. Bestätigen auch hier die Eingabe mit OK und dann können wir uns gleich noch den dritten Querschnitt anlegen. Und zwar sind das meine angehängten Stützen auf der linken und rechten Seite des Hauptrahmens. Und das soll jetzt hier ein Querschnitt HEB 180 sein. Ist relativ flink eingegeben. Bestätigen auch hier wieder die Eingabe mit OK. Ich wechsle jetzt hier in die Ansicht entgegen der Y-Achse, weil man es dann einfach schöner sieht. Und dann können wir hier auch schon beginnen, den Rahmen direkt einzugeben. Ich nehme hier also für meinen Hauptrahmen, für die Stützen, wähle ich einen HEB 300. Das hat das Programm schon für mich gemacht. Die Stützen, hatte ich mich verklickt, sollen 8 Meter hoch sein. Dann kann ich die Stütze um 15 Meter verschieben. Man sieht das hier auch gleich. Ich kann das mit gedrückter Steuerung-Taste, kann ich die Stütze anklicken und kann die hier einfach kopieren und anhand der Koordinaten sehe ich auch sofort, ob ich sie an die richtige Stelle gesetzt habe. Stimmt in meinem Fall. Also ich habe jetzt hier 15 Meter diese Stütze verschoben. So, als nächstes möchte ich einmal den Riegel erzeugen. Der Riegel hat einen Querschnitt IPE 450. Bestätige auch hier die Eingabe mit OK. Und kann auch diesen Riegel jetzt hier nach links und rechts verschieben. Oder kopieren mit gedrückter Steuerung-Taste. Die Knoten, die kann ich mir ja nachträglich anpassen. Also die sollen hier nur 12 Meter Länge betragen. Hier kann ich das auch machen. Haben wir 12 Meter oder habe ich mich getan? Genau, 12 Meter. Diese beiden Riegel, die sollen jetzt hier gelenkig angeschlossen sein. Das mache ich, indem ich die beiden Stäbe anklicke, hier unter den Optionen auf Gelenke klicke. Und dann kann ich mir hier unter Gelenke ein neues Stabgelenk anfertigen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Momentengelenke. Hier am Stab Anfang und am Stab Ende. Sieht dann so aus. Ich kann mir jetzt hier auch für die bessere Darstellung, kann ich hier in den Navigator Anzeige wechseln. Scrolle hier nach ganz unten und kann jetzt hier Farben der gerenderten Objekte zum Beispiel auch nach Querschnitt mir anzeigen lassen. So, jetzt brauche ich hier einfach bloß noch zwei Stützen. Und zwar haben die da natürlich, was bleibt noch übrig, der Querschnitt HEB 180. Auch das bestätige ich mit OK. Dann kann jetzt hier meine Stützen eingeben. Meine Randstützen, die sind ja jetzt gelenkig angeschlossen. Dann habe ich mein Tragwerk schon fertig. Gebe hier einfach bloß Knotenlager, lasse die einfach mal so unverändert, wie das hier ist. Bestätige die Eingabe mit OK
Und dann bin ich mit meiner Modellbildung eigentlich größtenteils schon fertig. Ich würde hier einfach nochmal das Fenster nach unten schieben. Und dann kann ich hier oben mir auch schon die Lastfälle erzeugen. Also einmal habe ich den Lastfall Eigengewicht. Der Lastfall 2 wäre dann der Lastfall Schnee, hatten wir gesagt. Bei den Einwirkungskategorien muss ich jetzt natürlich hier richtigerweise sagen, ich habe jetzt hier die Einwirkungskategorie Schnee. Und mein dritter Lastfall wäre jetzt hier die Kategorie Wind. Auch hier wieder die Einstufung, die richtige Einstufung jetzt hier in Einwirkungskategorie 5, also hier für Wind, damit meine Klassifizierung funktioniert. Und wir hatten ja gesagt, für die Bemessungssituation möchte ich nur den Grenzzustand der Tragfähigkeit untersuchen. Deshalb lösche ich hier den Rest raus, bestätige die Eingabe mit OK und kann jetzt hier für den Lastfall 1 bzw. für den Lastfall 2, weil im Lastfall 1 haben wir das Eigengewicht aktiv. Für den Lastfall 2 wollen wir Knotenlasten aufbringen. Das wollen wir mittels Einzellasten machen. Und damit das leichter geht, würde ich jetzt hier einfach wieder mal mit den Stabteilungen arbeiten. Klicke hier also auf den Riegel mit der rechten Maustaste. Kann jetzt hier im Kontextmenü unter Stäbe die Stäbe teilen durch wieder eine Anzahl von Zwischenknoten. Für den mittleren Riegel nehmen wir hier vier Teilungen, sagen auch hier wieder Knoten vom Typ auf Stab ohne Teilung des Stabes erzeugen. Bestätigen die okay, mit okay und dann haben wir jetzt hier vier Knoten auf den Stab und für die beiden angehängten Stützen nehmen wir bloß drei Teilungen. So, dann sieht das Ganze so aus und jetzt kann ich jetzt hier meine Knotenlasten relativ einfach aufbringen. Für die inneren Knoten nehme ich hier eine Lastgröße von 20 kN. Die kann ich jetzt hier einfach so drüber ziehen, bestätige mit OK. Dann sind jetzt hier meine ganzen Knotenlasten drauf. Ich kann die jetzt hier auch hier ein bisschen kleiner darstellen. Und die äußeren, weil die ja bloß eine halbe Lasteinzugsbreite haben, bekommt dann hier logischerweise auch bloß die Hälfte der Last. So, dann wechseln wir in den Lastfall Wind. Und dann haben wir hier auf der Luv-Seite, also auf der druckbeanspruchten Seite Lastrichtung. Ich ändere die hier mal global in X-Richtung. Man sieht hier das globale Achsensystem auf 2 Kilonewton pro Meter. Das ist einfach mal hier ein fiktiver Wert. Auf der rechten Seite nehme ich dann das ein bisschen abgemindert auf der leeseitigen Variante mit 1 kN pro Meter. War natürlich jetzt die falsche Richtung. Kann das sofort korrigieren, indem ich jetzt hier die Lastrichtung ändere. Und dann sind wir eigentlich mit der Eingabe schon größtenteils durch. So, was wir jetzt machen wollen, ist, ob wir die Schnittgrößen nach Theorie erster Ordnung oder nach zweiter Ordnung ermitteln dürfen, prüfen wir jetzt mit dem Add-on Strukturstabilität. Und dieses Add-on aktivieren wir, indem wir hier einfach mal in die Bemessungssituation wechseln. Und jetzt möchte ich hier unten über den Kombinationsassistent einfach mal reinschauen, was ist denn jetzt hier überhaupt konfiguriert und kann jetzt hier auf diesen Button Bearbeiten klicken und sehe, dass jetzt hier standardmäßig meine Schnittgrößen nach Theorie zweiter Ordnung ermittelt werden würden. Ich wechsle das jetzt hier auf Theorie erster Ordnung, weil wir erstmal wissen wollen, ob wir denn überhaupt nach Theorie erster Ordnung oder zweiter Ordnung rechnen dürfen. Deshalb aktivieren wir jetzt hier die Stabilitätsanalyse mit dem Add-on Strukturstabilität. Wie gesagt, Schnittgrößenanalyse haben wir jetzt hier auf Theorie erster Ordnung eingestellt.
kann ich jetzt hier alles mit OK bestätigen und dann wird für diese Bemessungssituation, also für die ganzen Lastkombinationen, also für alle, die hier jetzt eingestellt sind, man sieht ja auch nochmal die Teilsicherheitsbeiwerte, Kombinationsbeiwerte, die verwendet wurden hier hinten, wenn man das sich nochmal aufschlüsseln möchte. Nichtsdestotrotz, für die Bemessungssituation wird mir jetzt die Stabilitätsanalyse oder die Strukturstabilität nachgewiesen. So, das bestätige ich jetzt mit OK und führe hier oben einfach mal die Berechnung aus. Also jetzt hier für die Bemessungssituation 1 klicke ich einfach mal auf OK. Dann sehe ich jetzt hier auch wieder, dass die Berechnung der Lastkombination hier parallel erfolgt. Also je nachdem, wie viele Kerne mein Rechner hat. Und so viele Prozesse können jetzt hier auch parallel durchgeführt werden. Das geht jetzt hier bei mir relativ fix. Und dann kann ich hier unten in der Tabelle, ich schiebe die hier mal ein bisschen größer, kann ich jetzt hier in die statische Analyse wechseln. Das ist jetzt hier schon ausgewählt. Ich befinde mich jetzt hier in der Bemessungssituation 1. Und hier wird mir jetzt ausgegeben, dass der minimale Verzweigungslastfaktor jetzt für die Bemessungssituation 1 in Lastkombination 3 ermittelt wurde und dass der Verzweigungslastfaktor kleiner 10 ist. Der liegt hier nämlich bei rund 6 und das würde jetzt bedeuten, dass ich die Schnittgrößen nach Theorie zweiter Ordnung ermitteln müsste. So, die Knicklängen, also damit wir die Knicklängen wissen, wechseln wir jetzt hier einfach mal in die LK3, also in die Lastkombination 3. Das geht relativ schnell, indem wir jetzt hier in das Dropdown wechseln. Wählen uns jetzt hier die LK3 aus und sehen jetzt hier, wenn ich in die Stabilitätsanalyse wechsle, dann haben wir Ergebnis stabweise. Genau. Was wollten wir anzeigen? Dann haben wir jetzt hier für diesen Stab, also für diesen hier, eine Knicklänge von rund 3. So, dann können wir uns das nochmal für die anderen Stäbe anschauen. Also für diese Randstützen haben wir jetzt hier eine Knicklänge von ungefähr 1, hier von 1,75. Das können wir uns ja einfach mal merken. Und wissen jetzt, wir haben hier für die Eigenform 1, also hier für diese Eigenform 1, man kann ja auch in die anderen Eigenformen reinschauen, wie das aussieht, haben wir jetzt hier einen Knicklängenbeiwert von 3. So, was kann ich jetzt damit machen? Also was habe ich jetzt davon? Und zwar wissen wir jetzt, dass der Verzweigungslastfaktor unter 10 liegt. Das heißt, wir müssten das System nach Theorie ohne wir müssten das Modell nach Theorie zweiter Ordnung berechnen. Und da man die Schnittgrößen mit dem klassischen Ersatzstabverfahren, ich hatte das ja vorhin mal kurz gezeigt, was die Erläuterung zum Eurocode dazu sagen. Und dort steht, dass man die Schnittgrößen mit dem klassischen Ersatzstabverfahren, also die Methode C nach Theorie erster Ordnung bestimmen darf. Deshalb führen wir jetzt hier auch keine Änderung vor. Also wir lassen jetzt hier, wie wir es voreingestellt hatten, nach Theorie erster Ordnung und weisen jetzt den einzelnen Stützen hier Knicklängen zu. Ich mache das jetzt hier mal für die zwei Rahmenstützen. Und zwar geht es jetzt relativ einfach. Wir hatten ja vorhin gesehen bei dem Zweifeldträger, dass der mir immer gesagt hatte, es sind keine Knicklängen zugewiesen, ich kann keinen Stabilitätsnachweis führen. So, das machen wir jetzt hier einfach mal über das Register Bemessungsarten. Ich sehe hier oben Knicklängen und kann jetzt hier einfach mal Knicklängen einstellen. Dann gibt es hier diverse Arten von Ermittlungsarten, die ich mir jetzt hier auswählen kann. Ich könnte die jetzt hier auch aus der Stabilitätsanalyse einfach importieren. Machen wir aber jetzt hier nicht. Ich möchte das jetzt hier einfach mal händisch nachweisen. Und kann jetzt hier dem Programm sagen, wie sehen denn meine Knotenlager überhaupt aus? Habe ich jetzt hier eine Einspannung um Z, vielleicht noch eine Verwölbung, die jetzt hier behindert wird? Das lassen wir jetzt hier alles auch unberücksichtigt. Ich möchte jetzt einfach mal in der Rahmenebene
den Knicklängenbeiwert von ungefähr 3 ansetzen. Also jetzt macht das hier einfach mal 3 in die andere Ebene, lassen wir den auf 1 und lassen die jetzt hier einfach mal unberücksichtigt. Dann können wir das bestätigen. Ich sehe hier sofort meine Auflage, die das Programm jetzt intern setzt für den Stabilitätsnachweis. Bestätige die Eingabe und kann meine Eingabewerte hier auch sehr leicht kontrollieren, indem ich hier einfach auf den Anzeigenavigator wechsle und sehe dann hier oben Typen für Stahlbemessung und kann mir jetzt hier auch die Knicklänge anzeigen lassen. Ich sehe also sofort in Y-Richtung habe ich jetzt hier den Knicklängenbeiwert 1. Und für die Randstützen wollten wir uns ja, na, mach das. Ja, wollte ich ja nicht die 3 verwenden. Und zwar wollten wir hier bloß ungefähr 1,75 ansetzen. Als Knicklänge bestätigen die Eingabe mit OK. Und hier oben für den Riegel, den können wir auch einfach mal anklicken, definieren wir uns auch eine Knicklänge. Das machen wir auch ganz einfach hier über eine neue Knicklänge. Sagen hier oben Knick. Knotenlager und Knicklänge und wir haben einfach mal, wir sagen dort überall, wo wir so ein Zwischenlager hingesetzt haben oder so ein Zwischenknoten, befindet sich auch eine Fette. Das heißt, wir können ja einfach auf Zwischenknoten klicken, klicken hier auf diese Pick-Funktion und dann liest das Programm hier automatisch mir die Zwischenknoten ein. Das sind jetzt hier 4 Stück in unserem Fall. Und ich kann jetzt hier sagen, in die Y-Richtung ist dieser Stab gehalten. Und so als Bonus kann ich jetzt hier auch noch auswählen, wo befindet sich denn diese Zwischenstützung. Und zwar befindet die sich bei uns nicht einfach hier im Schwerpunkt, sondern ich möchte die exzentrisch zuweisen, weil die Fetten ja oben auf meinem Träger liegen, möchte ich auch, dass die Knotenlager am oberen Flansch liegen. Wenn ich das mit OK bestätige, dann sieht man das hier sofort. Also meine Zwischenlager, die befinden sich am oberen Flansch. Ich bestätige die Eingabe mit OK. Und diese Eingabe kann ich jetzt hier auch noch auf die 2 äußeren Fetten übernehmen. Die haben jetzt hier zwar nur 3 Zwischenknoten, aber das Programm ist so intelligent, dass es die Zwischenlager automatisch anpasst. Ich kann hier also die Knicklänge von der Mittelriegel übernehmen. Und das Programm ändert mir das hier in die 3 zugewiesenen Zwischenknoten. So, das bestätige ich auch mit OK. Die ganzen Knicklänge, die können wir jetzt hier einfach mal stehen lassen. Wechseln jetzt hier unten in die Stahlbemessung. Können jetzt hier wieder auf OK klicken. Und dann sehen wir die Auslastung. Ich schalte mal die Belastung aus an unserem System. Also ich kriege so ungefähr 90%, so ganz grob für den mittleren Riegel. Und die Ausnutzung an den Stäben, ich kann ja auch wieder in die Stabilitätsnachweise reinwechseln, sehe hier Wiegedrill, Knicken, Biegung und Knicken um die Hauptachse mit 87,8%. Und kann hier natürlich auch wieder in die Nachweisdetails klicken. Und jetzt nicht erschrecken, sieht man jetzt nach Eurocode den geforderten Nachweis. Das dauert eine ganze Weile und sieht hier wirklich für den riesigen Nachweis, die ganzen Nachweisformeln mit dem Hinweis, wo wir uns genau in welchem Teil der Norm befinden und finde jetzt hier jede einzige Nachweisformel mit eingesetzten Werten und könnte dieses mit meiner Handrechnung überprüfen und verifizieren. Natürlich hier auch wieder für jeden Stab einzeln, ich kann ja jeden Stab wirklich ändern. Kann mir die jeweilige X-Stelle, also die jeweilige Koordinate aussuchen und bekomme dann hierzu den Nachweis angezeigt. Jetzt haben wir jetzt hier, wie gesagt, Biegung und Knicken und die Hauptachse nach Nachweis 633.
So viel zum klassischen Ersatzstabverfahren nach der Methode C. Methode C, wo haben wir es? Hier oben haben wir es nochmal. Hier Methode C, klassischer Ersatzstabnachweis. Das ist eigentlich das, was man so hauptsächlich im Studium macht, in den Hausarbeiten. Und wir wollen jetzt nochmal die Methode B verwenden, also unter Ansatz von Imperfektion. Und dazu würde ich hier einfach mal für die Stützen den Knicklenkbeiwert ändern. Ich klicke also oder selektiere mir alle Stützen. Hat es geklappt? Habe ich mich verklickt? Gehe hier in die Bemessungsarten. Nehme meinetwegen jetzt hier Knicklänge 1 oder die gewählte Knicklänge 1 und setze die Knicklängenbeiwerte hier wieder auf 1. Wir hatten ja gesagt, das ist möglich nach Methode B. Dann sagt er mir, dass die Ergebnisse natürlich gelöscht werden. Ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich bestätige das mit OK. Sehe jetzt hier, alle Knicklängen sind auf 1 gesetzt und kann mir die Knicklängen jetzt hier auch wieder deaktivieren in der Nachweisformel und setze jetzt hier einfach mal Imperfektion an. Das mache ich hier über den Navigator Daten. Gehe hier in die Einstellung Imperfektion und erzeuge mir erstmal einen Imperfektionslastfall, den ich jetzt hier meinetwegen in X nenne. Lokale Imperfektion soll das sein. Bestätige die Eingabe mit OK und kann jetzt hier eine Last zuweisen. In meinem Fall jetzt hier eine Stabimperfektion. Und hier hilft mir das Programm. Und zwar kann ich jetzt hier einen Imperfektionstyp zuweisen. Also ob das jetzt eine Vorverdrehung ist, eine Vorkrümmung etc. Das kann ich mir jetzt hier alles einstellen. Als Definitionstyp nehme ich jetzt hier in unserem Fall den Eurocode 3. Grundwert wären wieder die 1 zu 200, wie wir das schon gesagt hatten. Als Strukturhöhe wähle ich hier einfach einen Stab. Die Höhe, die übernimmt mir das Programm. Und ich habe hier 4 Stäbe in einer Reihe. Das heißt, ich habe hier Anzahl Stützen in einer Reihe, setze ich hier auf 4. Und dann wird mir hier die nach Norm geförderte Vorverdrehung automatisch ermittelt. Ich bestätige die Eingabe mit OK. Kann jetzt hier meine Stützen nach und nach picken. Eingabe mit OK bestätigen. Und was sehen wir noch? Sehen wir nichts, weil ich hier erst diese Last sichtbar machen muss. Und jetzt sehen wir, aha, meine ganzen Stützen haben jetzt die geforderte Schiefstellung. So, anschließend haben wir noch was vergessen. Und zwar müssten wir jetzt hier wieder in die Bemessungssituation wechseln. Und hier unten in den Kombinationsassistent. Und wollen jetzt natürlich nicht oder dürfen nicht nach Theorie Erstordnung rechnen, sondern wählen uns jetzt hier die Statikanalyse-Einstellung für Theorie Zweite Ordnung raus. Die Stabilitätsanalyse brauchen wir jetzt hier in unserem Fall eigentlich nicht mehr. Und was ganz wichtig ist, die Imperfektionslastfälle, die wir jetzt erzeugt haben, oder den müssen wir natürlich in unserer Berechnung berücksichtigen. Also muss ich das hier auch dem Programm aktiv sagen, Imperfektionslastfälle berücksichtigen. Bestätige die Eingabe mit OK. Und das heißt jetzt natürlich, weil wir nach Theorie zweiter Ordnung rechnen, unter Ansatz der Imperfektion müssen wir jetzt hier unsere Schnittgrößenermittlung und meine Stahlbemessung natürlich nochmal neu durchführen. Ich mache das jetzt hier ganz einfach, indem ich dann auf Berechnen klicke, dann rattert das Programm hier nochmal alles komplett durch. Und dann haben wir
dieses Nachweisverfahren, also die Methode B, auch nochmal gezeigt. Also wir haben auch hier für die Stützen ungefähr, hier für die Randstützen 45% Auslastung. Also das ähnelt sich jetzt von dem Verfahren C, was wir hatten. Ich habe das jetzt natürlich ein kleines bisschen vereinfacht mit den Imperfektionen. Und wir sehen auch hier für den Hauptriegel hier haben wir jetzt ja auch eine Auslastung ein bisschen größer als vorher war. Also jetzt hier von knapp 93%. So, auch hier kann ich wieder, ihr werdet es schon ahnen, mir die Nachweise wieder anzeigen lassen. Also hier unten für die Stahlbemessung, Ausnutzung an Stäben. Jetzt kann ich hier überall reinklicken, was ich mir anzeigen lassen will. Hier in dem Fall Biegung und Knicken um Hauptachsen. Kann mir jetzt ja auch wieder die Nachweisformeln anzeigen lassen. Für jeden einzelnen Stab an jeder X-Stelle. Und habe das hier sehr sauber und transparent dargestellt. Also sollte hier irgendwo mal ein Fehler sein, dann ist der jederzeit nachvollziehbar und dokumentiert. Man findet den jeweiligen Absatz aus dem Eurocode und hat das auch sehr schön prüffähig, ohne dass man so ein Blackbox-Verhalten hat. So, damit wären wir eigentlich schon am Ende der Schulung. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen auf unsere Webseite. Da haben wir auf unserer Webseite auch immer wieder offene Stellen. Also Sie können sich Informationen, Videos, Webinare anzeigen lassen, Tutorials zur Programmeingabe. Und wir haben hier auch unter Unternehmen immer wieder offene Stellen, wo man dann eben zum Beispiel jetzt hier ein Sales-Ingenieur, Sales-Manager, Marketing, alles sich die Stellen anzeigen lassen kann. Auch für Werkstudenten gibt es hier interessante Stellen. Und hier lohnt sich auch immer mal wieder ein Blick auf unsere Internetseite. Und dann wären wir eigentlich mit unserer Schulung am Ende. Ganz wichtig ist noch, die Schulung wurde aufgezeichnet. Also Sie bekommen am Ende oder Sie können auf YouTube oder auf unserer Webseite dann diese Schulung auch nochmal anschauen, können die pausieren, können an jede x-beliebige Stelle und können dann auch nochmal das, was gesagt wurde, besser nachvollziehen und können sich das dann im Anschluss auch anschauen. So viel von mir. Ich hoffe, es gab jetzt nichts mehr, was noch offen geblieben ist. Ich würde dann die Übertragung beenden und die Schulung beenden und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.